Und damit willkommen zurück zu Let's Play Project Zomboid. Ja, wir sind immer noch hier auf unserer Farm, auf unserer kleinen Farm. Und ja, irgendwie klappt das mit dem Anbauen nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Deshalb machen wir uns in dieser Folge auf den Weg zum Einkaufszentrum. Und ich gehe gerade raus und sehe überall Zombies. Liegt vielleicht daran, dass in der letzten Folge noch geschossen wurde. Deshalb sind dort überall Zombies. Gut, hier unten hatten wir auch noch was angepflanzt, aber das... Das nimmt einfach die Action. Wir brauchen Action, wir müssen was tun. Wir können nicht einfach nur die ganze Zeit hier rumsitzen und nichts tun. Das heißt, wir erkunden die Welt noch ein bisschen und machen uns genau jetzt auf den Weg. Mach's gut, alte Farm. Hast uns treue Dienste geleistet für 2, 3 Folgen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Bewaffnet mit Antidepressiven und Schlaftabletten und anderem Zeug. Hätten wir vielleicht nochmal... egal. Wir haben ja auch noch Brause. Das soll reichen. So, und ich habe mal auf die Map geguckt. Also wir müssen wirklich richtig weit laufen. Also es kann sein, dass wir diese Folge wirklich nur... Ja, eigentlich nur laufen. Aber... Es ist wie in DayZ, da ist das genauso. Da gibt es auch Folgen, die sind weniger actionreich, wo man einfach nur läuft. Aber den ein oder anderen Zombie können wir ja trotzdem noch töten. Okay, kochen könnten wir dann mal hoch machen. 318. 29 Tage. Wir überleben wirklich schon jetzt bald einen Monat. Das freut mich. Nur frage ich mich, was passiert, wenn wir jetzt so viel laufen und der Kerl müde wird und wir irgendwo schlafen müssen. Und was ich mich gerade noch frage ist, es gewittert. Und können wir vom Blitz getroffen werden? Gleich. Sind wir. Das wäre ärgerlich. Klamm. Aber wir haben ja noch unsere Bluse. Anziehen. Vielleicht hilft uns die da irgendwie ein bisschen gegen die Nässe. Ach Mann. Ja. Toll. Ich glaube zwar nicht. Aber... mal hier. Vielleicht kommt ja hier der Regen nicht hin. Sieht zumindest so aus. Naja, nee. Okay, wir müssen dann hier hinunter. Dann diesen freundlichen Herrn hier töten. Und weiter geht's. Und da ist noch jemand. Aber der sieht uns nicht. Nein. Oh nein, wir sind durchnässt. Oh, das war gut. Das war gut. Aber wenn wir uns jetzt erkälten... Das wäre wahrhaft nicht so gut. Es müsste mal wieder aufhören zu regnen. Warte, ich guck mal. Es sieht so aus, als würde es hier nicht regnen im Wald.
Und ich hoffe gerade, wir sind noch richtig. Ich hoffe es einfach mal. Oh nein, wir holen uns eine Erkältung. Wir bekommen mit Sicherheit eine Erkältung. Und mit einer Erkältung hier draußen rumspringen ist irgendwie dann doch nicht so toll. Was soll's? Was soll's? Ich hoffe nur, wir gehen da dran nicht drauf. Das wäre nicht so schön. Aber wir haben ja Taschentücher, da können wir unsere Rotznase dran abwischen. Und da passiert dem guten Mann schon nichts. Können wir eigentlich ein Bett bauen oder sowas? Irgendwie nicht. Nee. Gut, wir könnten uns einen Stuhl bauen, auf dem wir schlafen können. Jetzt hört es auch endlich auf zu regnen. Und ich hoffe gerade, dass wir uns nicht verlaufen haben. Ja, doch, wir basteln uns dann einfach einen Stuhl und schlafen draußen. Weil auf Stühlen kann man ja schlafen. Und dann funktionieren wir den einfach um und pennen mal draußen. Ich hau ihm gerade mal was rein. Sind wir denn hier? Ich gucke mal gerade, während wir laufen, nebenbei auf eine Karte auf dem Handy. Einen Moment. Einen kleinen Moment. Einmal. Der Zoom. Ich muss mal kurz stehen bleiben und mal kurz schauen. Okay. Wir sind einen riesen Umweg gelaufen. Weil ich natürlich eine Abzweigung verpeilt habe. Scheiße. Naja. Dann gehen wir halt einen Umweg. Was soll's. Hier hat schon wieder jemand geschossen. Aber dann sind wir jetzt... Na gut, dann sind wir ein bisschen länger unterwegs. Da ist schon wieder eine. Die ich natürlich nicht treffe. So. Die uns erwischt. Nein. Okay, okay. Bin mal gespannt, dann müssen wir echt im Wald schlafen. Aber was toll wäre, wären echt Fahrzeuge. Ich kann es nicht oft genug sagen. Oder wenn man einfach ein Fahrrad hätte, das wäre doch cool. Und sich dann so ein Stückchen schneller bewegen könnte. Ich meine, wir könnten jetzt auch sprinten, aber... Dann verhungern wir schneller, als wir gucken können, glaube ich. Wohl. Weißt du was? Was soll der Geiz?
Boah, was ist der Weg lang? Gibt's doch nicht. Aber jetzt sollte gleich eigentlich... irgendwo einen Weg nach unten führen. Da sind nochmal Freunde. Die wir uns greifen. Okay, jetzt muss er einen kurzen Moment ausharren. Zack. Okay, ich glaube, Axt schwingen ist anstrengend. Das macht ihn ganz schön fertig. Zack. Und weiter geht's. Packen wir uns die auch. Die kommt so schön angewackelt. Zack. Okay, und weiter. Okay, er kann kaum noch atmen. Aber jetzt geht's wieder. Aber wo sind wir hier zum Teufel? Ich glaube, ich habe mich wirklich verlaufen. Außer es führt jetzt gleich dieser Weg nach unten links. Dann weiß ich, wo wir sind. Aber er führt irgendwie ins Unendliche. Da kommt noch eine Dame angewatschelt. Bam. Bam. Zack. Okay, weiter im Text. Weiter, weiter. Und jetzt wird's auch vielleicht gleich dunkel. Das heißt, wir laufen noch ein bisschen, bis er müde wird. Oder, ja, bis um 6 ungefähr. Okay, er wird schon müde. Scheiße. Das heißt, wir bauen schnell einen Stuhl. So. Kann man natürlich nicht nehmen. Aber jetzt. So, das sägen wir. Das natürlich auch. Okay, und dann bauen wir uns einfach mal Holzkiste. Nee, ich guck mal gerade. Ach, bauen wir uns einfach einen Holzstuhl. Auf dem können wir auch wirklich schlafen. Cool. Das finde ich cool. Dann warten wir jetzt noch ein paar Minuten. Kann man den auch wieder... Oh, kann man nicht. Okay. Dann schlafen wir heute eben mal unter freiem Himmel. Wir warten noch bis 7 oder so. Ja, machen wir 8. Okay. Bekommt er auch noch Hunger? Das machen wir morgen früh. Schlafen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht nachts irgendwie aufgefressen. Das wäre nicht so toll. Nein. Es regnet schon wieder. Was soll denn das? Warum muss es immer regnen? Immer muss es schütten. Machen wir mal auf. Und essen den Thunfisch.
So, den packen wir wieder zurück. Und dann ziehen wir weiter. Ah, hier unten ist noch irgendwo einer? Nee. Nee, das ist echt gut, dass man jetzt Stühle craften kann und so ein Zeug, auf dem man auch schlafen kann. Dann kann man sich das zwischendurch bauen, wenn man hier so eine Wanderung macht. Und dann fällt er nicht in Ohnmacht und muss nicht auf dem Boden schlafen. Nur würde ich jetzt wirklich langsam gerne wissen, wo wir hier sind. Das würde mich interessieren. Kommt einer an? Zack. Und weiter. Und da wird es auch langsam Tag. Ich gucke mal unsere Vorräte durch. Wasserflasche haben wir noch. Ja. Und wir haben ja auch noch die Brause, die hilft ja auch noch gegen den Durst. Im Notfall. Nur was mich halt echt interessieren würde, ist, wo sind wir? Wo zum Teufel sind wir? Denn so langsam müsste ja der Weg auch mal abgehen, genau. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Und wir sind so einen scheiß Umweg gelaufen, ey, weil ich so doof bin. Wir sind einen riesen Umweg gelaufen. Aber was soll's, es führt ja kein Weg dran vorbei, wir müssen jetzt das Beste draus machen. Der ist schnell gewesen, aber er hat uns nicht erwischt. So, diesen Weg müssen wir nämlich jetzt folgen, bis wir an eine recht auffällige Straße kommen. Okay, damit steigern wir auch gleich Sprint ein bisschen, das ist ganz gut. Werden wir Marathonläufer hier? Dem kommen wir einfach so vorbei. An dieser hier wahrscheinlich nicht. Nein. Oh, das dauert echt ewig, bis wir hier auch stumpf auf Stufe 3 haben. Könnte auch daran liegen, weil wir die Axt nehmen. Ich Idiot. Nein, dann machen wir erstmal hier Klinge auf Stufe 2. Denn die Axt ist schon wirklich geil. Weil sie auch bald kaputt geht. Woodglue. Aha, Woodglue hatten wir eigentlich in der anderen Hütte noch gehabt. Naja. Aber wir haben ja noch eine Axt. Wir haben ja noch eine. Für den Notfall. So, und jetzt müsste eigentlich gleich hier unten irgendwann mal die besagte Straße kommen. Zack. Einmal aus der Hüfte. Mitten ins Gesicht. Hallo? Straße? Okay, das wird ein Let's Walk dieses Mal. Jog, 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 komm. Lauf, 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 Narnius, lauf, lauf, lauf.
Okay, da wird er ganz langsam zerhäckselt hier. Komm schon, Straße, komm schon. Ah, gut, dann packen wir dich eben auch noch. Und wo bleibt sie? Nirgends. Oh, ich kann Entfernungen nicht einschätzen. Nicht gut. Es dauert doch länger als erwartet. Dauert richtig lange. Aber ich denke, dafür wird sich's lohnen. Also das Einkaufszentrum ist bestimmt richtig cool. Ich habe es selber noch nicht gesehen auch. Das ist bestimmt richtig spannend. Gut, und wir haben ja noch genug zu essen auch. Das sollte genügen. Und zum Glück sind wir auch nicht erkältet. Das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass sich der arme Nanius Howard erkältet. Aber dem ist nicht so. Denn das kann ganz schön gefährlich werden, besonders wenn wir hier unterwegs sind in der Wildnis. Ist es, glaube ich, nicht so toll. Ah, da ist die Straße. Nicht so toll, wenn wir uns eine Erkältung einfangen. Na komm. Ich hoffe. Boah, hör mal auf zu brüllen. Ich hoffe nur, dass wir der Straße jetzt hier folgen können, ohne dass auf dieser Straße hunderttausende Zombies immer sind. Da fängt es natürlich an zu schütten. Aber ich glaube, wir kommen so da lang. Da ist er natürlich wieder erschöpft. Aber ja, das könnte hinhauen. Frage mich zwar, was das für eine komische Straße sein soll. Sieht irgendwie merkwürdig aus. Ein riesiger, dreckiger Feldweg. Naja, auf jeden Fall laufen wir jetzt den ganzen Weg auch irgendwie wieder zurück, aber ich brauche diese Gasse hier als Orientierung. Denn der müssen wir jetzt ewig lang folgen. Ewig, ewig lang. Ewig lang. Und ich bin am Überlegen, ob ich das überspringe für die Aufnahme und einfach so weiterlaufe, bis wir so ungefähr die Hälfte des Weges geschafft haben. Denn das dauert wirklich ungelogen richtig lange, bis wir da ankommen. Bis wir da an irgendwas mal ankommen. Okay, und da ist er auch schon wieder feucht. Das klingt falsch. Durchnässt auch noch. Oh nein, oh nein, oh nein. Das sieht doch wirklich so aus, als ob das hier nicht hinfällt, das Wasser. Wir versuchen es einfach mal. Vielleicht bringt es ja was, aber ich glaube nicht. Bringt nicht. Vergesse ich schon Buchstaben hier. Das bringt wahrhaft nichts. So, zack. Und weiter. Und da bekommt er auch noch Hunger. Oh, wird ja immer schlimmer. So, und ich glaube, wir machen dann hier auch erstmal wieder einen Cut. Hauen uns nochmal eine Brause rein.
Ah, am besten gleich zwei, komm. Nehmen wir alle. Jetzt haben wir keine mehr, aber wir haben ja noch genug Wasser. Und ja, dann machen wir hier erstmal Schluss und sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Also, bis dann, macht's gut.